Hallo ihr Lieben. Hallo. Wir sind heute unterwegs, weil wir es zu Hause fast nicht mehr aushalten, weil wir unbedingt Robo fahren wollen und auch Kerstin natürlich ihre neue Matratze testen will. Genau. Ich habe meine neue Matratze und habe auch gleich eine neue Brille, damit ich alles besser sehen kann. Und jetzt haben wir mal gespannt, wie die erste Nacht heute wird. Und du kannst jetzt sogar die Kamera ausschalten, weil du jetzt den Knopf siehst. Ja, genau. Ich muss allerdings noch ein bisschen schauen, weil es ist noch ungewohnt. Zum Teil ist noch verschwommen und es ist ja, wie sagt man da, die Brille? Gleitsicht. Gleitsicht. Ja, und wenn ich nach unten schaue und wenn ich nach links und rechts schaue, das ist alles ein bisschen noch komisch. Aber es wird mittlerweile, ist es so, wenn ich sie runter tue, ich habe sie erst seit gestern, dann ist es komisch, wenn ich sie herunter habe. Also, wie es ist, ist nichts, aber wir werden sehen. Aber die Matratze interessiert euch wahrscheinlich viel mehr, als wie jetzt meine blöde Brille. Und wir sind, so viel verrate ich schon mal, wir sind unterwegs in die Pfalz. Genau. Und heute ist der Momento, heute ist der 2. März. 2. März, 23. 20, genau. Die Sonne scheint jetzt noch, jetzt ist es gerade 16.30 Uhr. Wird wahrscheinlich zum Fahren nicht so besonders werden, weil, ja, Berufsverkehr. Berufsverkehr haben wir jetzt, aber wir haben ab jetzt frei und warm und alles ist gut. Genau, sobald und wir freuen uns. Im Womo sitzen, ist im Endeffekt Urlaub. Egal wohin oder wie. Und selbst wenn es bloß Matratzen holen ist, da fühlt man sich schon wie im Urlaub. Ganz, ganz anders auf jeden Fall. Ganz anders, genau. Gut, die Strecke, ja, da gibt es nicht viel zu sehen wahrscheinlich. Wir werden vielleicht ein paar Abschnitte filmen. Ein paar Abschnitte filmen und heute Abend nochmal. Also wir halten euch jetzt mal über dieses verlängerte Wochenende auf den Laufenden. Genau. Also, bis später. Später. Tschüss. Tschüss. Hallo ihr Lieben. Guten Morgen. Wir sind hier in Bad Dürkheim gelandet. Genau. Gestern Abend, wir sind angekommen, war schon ein bisschen dunkel. War schon dunkel. Wie viel Uhr war es denn? Sieben ungefähr. Und wir haben gestern jetzt leider nicht mehr filmen können, weil wir haben dann gestern, wir wollten unser Wasser anmachen, es war ja gefüllt. Und soweit haben wir gedacht, ist alles in Ordnung und wollten Wasser anmachen, kam auch Wasser herin, es kam schon, alles gut, aber es hat draußen auch geplätschert. Wir haben erst nicht gewusst, warum das plätschert und plätschert und plätschert und immer wieder probiert, da kam wieder mal kein Wasser und immer wieder und draußen hat es schön fleißig geplätschert. Bis wir drauf gekommen sind, dass wir unseren Frostwächter nicht richtig, wir haben nur da reingedrückt und haben oben nicht umgeschalten. Und somit hat natürlich klar der Frostwächter seine richtige Arbeit gemacht, genau. Und hat uns Wasser rausgelassen. Und wie wir hier angekommen sind, haben wir praktisch abends so gut wie kein Wasser mehr gehabt. Waren vielleicht nur, ja, es war auf Gelb, also. Nee, es war schon auf Rot. War auf Rot, ja. Also war weniger als ein Drittel Wasser noch im Tank. Also, jetzt haben wir kein Wasser mehr. Und bis mir dann ja immer diesen Frostwächter, weil der ja leider unter Bett ist. Und einstellt und Ding und dann wieder Wasser aufladen. Hier ist zwar eine Aufladestation, kein Problem. Dann haben wir das Problem hier bei unserem Fiatli. Dass wenn wir das Wasser einfüllen, manchmal geht es wunderbar, da läuft es rein, wie wenn nichts wäre, und das andere Mal kotzert es so richtig. Ja, da spritzt es richtig raus, weil ich denke, da ist im Überlauf irgendwas, was wir entweder nicht wissen oder was wir nicht können. Oder also wenn es bei euch beim Clever auch so ist, dass wenn man Wasser einfüllt, dass das dann immer so und kommt alles wieder aus dem Loch raus. Obwohl wir die Luft aus dem Schlauch raus haben, das muss man dazu sagen. Also vom Schlauch her kommt keine Luft mit rein. Wir lassen immer, bis das Wasser läuft,
durch einen Schlauch vorher durch. Entweder ist da so ein Überdruck, also wahrscheinlich ist in dem Tank Überdruck oder so, aber wenn ihr vielleicht auch diese Probleme habt, dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns da auf jeden Fall, ja, schreibt, weil das täte mich jetzt mal interessieren, weil das haben wir aber auch nicht immer. Also in Spanien war es ja auch schon oft so, und das ist peinlich, wenn man da Wasser auffüllt, uns kommt mehr raus als wie rein. Und obwohl der Tank nicht mal halb voll ist, also das sieht man ja an der Anzeige. Vor allen Dingen, es spritzt dann übermäßig, also das heißt, derjenige, das Wasser auffüllt. Ja, ich war gestern nass, ich musste mich zuerst umziehen, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass das gleich so ist. Also wir haben ein bisschen was rein, wir werden das jetzt heute auch nochmal probieren. Ja, aber wir hätten uns freuen, wenn ihr da schreibt, dass es für euch auch so ist. Vielleicht gibt es da irgendwie, muss man dann extra Schlauch, dass die Luft aus dem Tank irgendwie rauskommt oder sonst was. Wir täten uns über jede dankbare Information. Also, über jede hilfreiche Information würden wir uns freuen. Genau. Sonst, ja, wo sind wir jetzt genau? Wir sind hier in Bad Dürkheim auf dem Wohnmobilstellplatz. Der kostet 14 Euro und der Strom, also 1 Euro ein Kilowatt. Das Kilowatt 1 Euro. Das ist ziemlich teuer. Ist relativ teuer für das, was der Platz bietet, aber es ist hier die Weinbergnacht, da wird der Weinberg in ganz tollen Farben beleuchtet, da nehmen wir euch natürlich mit. Heute wollen wir noch ein bisschen ins Städtle reingehen, oder? Wollen wir mal das Städtle anschauen. Genau. Und dann heute Abend wird man auf die Weinbergnacht und dann gibt es dann bei verschiedenen Weinguten gibt's dann so eine After-Weinberg-Party. Da wird man dann nur in irgendeinen Weinkeller gehen. Wir werden sehen, was wir heute alles machen und wie auch unser Hund mitmacht, weil die Abby, die wurde letzte Woche operiert. Die hat einen Tumor rausbekommen und die Gebärmutter rausbekommen und die Zähne gemacht. Da haben wir Rundumschlag gemacht mit der Abby, aber sie ist soweit fit und freut sich und ist natürlich auch mit am Start. Genau, so über den Platz. Der Platz ist gut gelegen für das, was wir jetzt da machen. Ja, ist auch riesengroß, also da haben Wohnmobile Platz. 90 Wohnmobile haben aber nicht so viel Strom. Die haben nur für 30 Wohnmobile Strom hier. Ja. Wir haben Glück, wir haben einen Stromplatz erreicht, durch das, dass wir schon gestern Abend gefahren sind. Gestern Abend war fast nichts los auf dem Platz, aber jetzt hat er sich schon richtig gefüllt. Also da kommen mit Sicherheit noch mehrere heute, wo auf das Event wollen. Und wir werden sehen. Genau. Zum Schlafen ist es ist ein bisschen laut. Also hier fahren Autos vorbei. Das ist eigentlich am Ortsende oder Ortsanfang. Das Ortsschild ist aber nach dem Stellplatz. Das heißt, die Autos kommen da relativ flott vorbei. Man hört sie, vielleicht ist dann heute Abend ein bisschen ruhiger, wenn dann da noch mehr Wohnmobile vor uns stehen, so mehr oder weniger. Denke ich auch, die Straße nicht so mitkriegen. Aber man kann es aushalten. Aber wenn man sich sagt, man hat schon sehr ruhige Plätze gehabt, ruhig kann man jetzt nicht unbedingt sagen. Also hier ist ganz, ganz toll Verkehr. Also die Straße ist schon hörbar. Bei uns im Kastenwagen geht's, weil der Kastenwagen an sich relativ leise ist. Da funktioniert es gut. Also ich habe sehr gut geschlafen. Und apropos Schlafen, ja, wie hast du auf deiner neuen Matratze geschlafen? Ja, ich habe jetzt halt geschlafen wie auf Wolken. Ich bin mordsmäßig eingesunken. Es war also sehr weich, ungewöhnlich weich. Mir hat aber von unten her überhaupt nichts gedrückt, dass ich jetzt sage, ich habe jetzt da den Lattenrost gespürt oder so. Gar nicht. Also aber es ist ungewohnt, weil es so weich ist. Aber ich habe sehr gut geschlafen. Also ja, ich denke, die Matratze, die ist gut. Top. Da haben wir dadurch schon mal wieder was. Aber vor einer Nacht können wir ja noch nichts sagen. Wir werden weiter berichten, wie es mit genau der Matratze ist. Aber wie gesagt, jetzt kann ich mich nicht beklagen bis jetzt. Und dann kommt, wie gesagt, noch irgendwann in nächster Zeit nur ein Radträger ans Auto. Wollen wir auch noch machen. Da warten wir noch ein bisschen, bis wir voll wissen, was wir überhaupt wollen. Ja, und soweit, wir melden uns wieder. Wir nehmen euch überall mit hin, wenn wir irgendwo vielleicht hingehen, was zum Anschauen ist. Aber gestern Abend war es schon schön, da haben sie schon das ausprobiert, wie das aussieht, wenn die Weinberge beleuchtet sind. War ganz toll in Blau oder in Lila. War in Lila angestrahlt, das war schön. Diese Himmelsstrahler da. Die Laser in den Himmel hoch. Also vielleicht machen wir heute Abend da mal ein bisschen, filmen wir mal ein bisschen, damit ihr das auch seht. Genau. Sieht gut aus. Also bis später dann. Bis später. Wir hören uns. Tschüss. So, wir verlassen jetzt den Stellplatz.
und gehen mal eine Runde mit dem Hund. Warbleiten. Es ist schön warm in der Sonne, also verhältnismäßig warm. Kerstin schaut gerade mal, was wir noch an Strom haben. Das sind 6,70 €. Das schaut noch recht gut aus. Und jetzt laufen wir mal in die Stadt. Die ersten Frühlingsboten, die kommen schon. Ja, total schön. Dann machen wir den. Ja, das ist einfach. Hoffentlich kommt da nochmal irgendwann. Das ist eine richtig tolle Altstadt hier in Bad Dürkheim. Fühlst du hier in der Sonne? Ja, der Wind könnte ein bisschen weniger sein und wärmer, aber besser. Abby, fällst du dir auch? Fällst du dir auch? Pfote hoch. Pfote hoch, wenn es gut ist. Pfote hoch. Pfote hoch. Prima. Also Bad Dürkheim hat wirklich eine ganz tolle Altstadt. Und hier, wenn wir richtig informiert sind, wird das hier so das älteste Haus sein. Und wenn man da sieht, dass das erbaut ist, 1559. Thank you.
zu Bad Dürkheim. Es ist wirklich eine wunderschöne Altstadt, ein kleines Städtchen, aber total schön. Viele alte Gebäude, viele historische Dinge, wo man am Wegesrand sieht. Also ist einmalig, das hat sich absolut gelohnt. So, und jetzt kann nicht ins Wasser nehmen, du gehst noch nicht rein. So, gerade eben haben wir ins Weingut Pitz Ritter reingeschaut und jetzt gehen wir mal wieder weiter und schauen mal, was es sonst noch hier zu bieten gibt. So, jetzt sind wir im Weingut Kurt Lang. Dann gucken wir mal, ob wir da fündig werden. So, die Kirstin schleppt den Wein. So muss es sein. Hier haben wir einen wunderschönen Blick über die Stadt, beziehungsweise auch links sieht man jetzt die große Saline. Das ist richtig schön. Na, freilich. So, der Stellplatz ist jetzt mittlerweile gut gefüllt und wir haben ordentlich Besuch gekriegt. Hier stehen wir und Kerstin lädt jetzt erstmal einen Rucksack voller Wein ab. Nun, mittlerweile ist Nacht geworden und wir laufen so Richtung Weinberg vom Stellplatz aus entlang. Leider sind die Aufnahmen ein bisschen schlecht, weil die GoPro ist nicht gerade der Lowlight-Künstler. Aber ich hoffe, dass ihr ein bisschen was von dem Lichtspiel, wo da vorhanden ist, dass ihr da ein bisschen was mitbekommt und ein bisschen was seht. Mehr Qualität geht mit der GoPro einfach nicht. Und die Runde ist 7 Kilometer lang, da will ich nicht unbedingt eine große Kamera mit rüberschleppen. Aber man sieht schon, wie das toll beleuchtet ist. Also die Runde ist etwa 7 Kilometer lang, das sollte man auch nicht unterschätzen. Aber es ging gut, es geht ein bisschen bergauf, bergab, aber wunderbar zu laufen. Und es sind alles gute Wege, also gute Wirtschaftswege, wo geteert sind und ja, geschottert, da könnt ihr richtig gut laufen. Hier haben wir mal angestoßen mit einem guten Weißwein. Das war wunderschön. Und auch, es sind ganz, ganz viele Winzer hier. Das sind also insgesamt waren es da 15 oder 16 verschiedene Stände mit Wein.
und dazwischen sind auch einige Stände, wo man was zu essen kaufen kann. Das ganze Gebüsch, das ist wunderschön beleuchtet, immer in anderen Farben. Man kann sich gar nicht alles so schnell erkennen oder wahrnehmen. Also das ist schon einmalig hier. Uns hat die Runde richtig, richtig gut gefallen. Und wir sind auch einmal um den kompletten Berg sind wir rumgelaufen und auch zurück. Jetzt gehen wir gerade bergab, noch ein Stückle weiter, dann kommt auch die Römervilla. Also runterwärts zur Römervilla, da waren eigentlich die meisten Leute, da war richtig was los. Das war nicht gerade ein Geschiebe, aber man muss schon aufpassen, wo man hintritt, dass man keinen umrennt oder auch keinen schubst. Und auch Abby hatten wir da auch an der Leine, damit sie uns nicht irgendwo zwischen andere Passanten gerät. Die Ausblicke auf die Stadt, wo ihr da zwischen den bunten Farben sehen könnt, das ist schon einmalig. Also man sieht wirklich in die Nachbargemeinde hier von Bad Dürkheim. Ich weiß jetzt nicht im Einzelnen, wie das alles heißt, aber es ist mega schön. Ja, ich glaube, jetzt sieht man mich ein bisschen besser. Also auf jeden Fall, die Weinbergnacht, die ist gigantisch. Jetzt habe ich alle Farben. Jetzt bist du rot. Jetzt werde ich rot. Vielleicht hat jemand einen sputzigen Witz erzählt oder auch nicht. Aber es ist richtig schön hier. Hier sind wir jetzt an der Römervilla angekommen. Da hat es natürlich richtig, richtig Leute gehabt. Das war also schon ordentlich was los hier. Das war also schon mega, mega viel los. Aber der Anblick war toll, weil das war richtig schön angestrahlt und sind verschiedene Farben immer angestrahlt gewesen. Das war also richtig, richtig toll. Uns hat es mega, mega gut gefallen. Und ja, auch aus der Ferne hier, das war jetzt 9 Minuten 43, 42, 41, also die Stunden werden runtergezählt, dann kommt wieder eine neue Show oder eine neue Lightshow. Also wir hatten toll mit dem Laser, die haben richtig, richtig was gemacht. Es war einmalig, was da geboten war. Also sowas, wenn ihr Zeit habt, müsst ihr sowas mal erleben. Dann haben wir irgendwann Hunger bekommen und haben uns dann an dem Stand ein bisschen was geholt. Das war dann richtig gut. Dann sind wir auch langsam dann zurück und sind dann wirklich auch todmüde ins Wohnmobil gefallen. Wir haben zu Hause noch ein bisschen vorm Wohnmobil noch mit dem Nachbarn Wein getrunken und dann sind wir richtig müde und wunderschön ins Bett gefallen. Hallo ihr Lieben, jetzt verlassen wir den Campingplatz und machen noch mal eine kleine Wanderung. Heute ist es ein bisschen bedeckt, aber wir wollen ein bisschen was tun und laufen jetzt mal ins Schützenhaus nach Bad Dürkheim. Schauen wir, ob wir da was zum Essen bekommen. Kerstin ist mit am Start. Hallo. Und natürlich die Abby. Der Platz ist jetzt ziemlich leer, oder war es ziemlich leer? Es hat wieder genügend Stellplätze. Es sind ziemlich viele heute gefahren. Und jetzt laufen wir mal einen Berg hoch ans Schützenhaus. Ja, den Weg müssen wir jetzt hoch. Aber es ist schön hier durch die Weinberge. Einmalig. Gestern sind wir gegenüber gegangen. Überall da, wo die Weißen. Die weißen Kuppeln sind und diese Stände von diesen Wein Licht der Nacht oder wie auch immer das geheißen hat. Ja, wir haben den ganzen Berg umrundet quasi und dann von der hinteren Seite hochgelaufen. Also man sollte die Strecke nicht außer Acht lassen, weil es war 7 Kilometer. Also das war schon was und wir waren gestern noch im Ort drin, also wir hatten gestern 11 Kilometer auf der Uhr. Da waren wir abends dann, wo wir zurück waren, am Womo schon wieder froh.
Was man sich merken muss, diese Weinlichternacht in Bad Dürkheim, die ist immer im ersten Märzwochenende. Und man kann hier Karten kaufen. Mit diesen Karten kann man dann den Wein an den ganzen Ständen probieren. Da gibt es so sowas zum Abreißen. Und dann reißt man sich das an jedem Stand, kann man da einen Wein probieren und den. Und man kriegt ein Glas und die Karte und wie gesagt, so Abreißzettel. Und 18 Stationen sind es und 18 Mal kann man dann da Wein probieren. Nee, 16 Stationen. Oder 16 Stationen, egal. Und zum Essen gibt es auch was. Und Essen muss man halt separat kaufen, gibt es auch Stände mit allen möglichen. Also war wirklich sehr schön. Aber sieht ihr ja auf dem Video, war wirklich sehenswert. Und es ist immer jedes Jahr das erste Märzwochenende. Immer Freitag und Samstag. Genau. So. Und jetzt gehen wir. Gehen wir weitergehen? Ja. Weitergehen. Abby, hör auf. Abby, komm, komm her, schnell. Schnell komm her. Komm, so bist eine Brave. Ja, wir sind ganz schön aus der Puste. Da rauf den Berg. Und so geht's weiter. Da hoch. Ich weiß nicht, ob es auf dem Video so rüberkommt, aber es geht schon ordentlich bergauf. Aber es macht Spaß und ist ja auch gesund. Ja. Das geht hoch wie im Dach. Ich frage mich, wie die mit den Autos daher kommen. Hallo ihr Lieben. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Hi. Was heißt guten Morgen? Es ist Mittag. Ja, ist eigentlich Mittag, ja, aber sind wir immer gewohnt, dass wir da guten Morgen sagen. Genau. Wir sind in Bad Dürkheim aufgebrochen. Sind losgefahren, heute ist Sonntag. Wir fahren jetzt auch wieder heim und wollen noch ein bisschen, ja, sind jetzt gerade noch durch den Pfälzer Wald gefahren. Und ja, jetzt schauen wir noch ein bisschen nach Neustadt und Rot an der Riedenburg und das, oder Rot unter Riedburg heißt es, glaube ich. Ja, und so schlängeln wir uns ganz gemütlich Richtung heimwärts. Machen mal irgendwo eine kleine Kaffeepause. Wir haben noch Kuchen dabei. Genau, so machen wir es. Und wir nehmen euch natürlich wieder mit. Und wenn es was zu sehen gibt, macht man natürlich die Kamera wieder an. Genau. Ja? Also, bis später. Bis später. Tschüss.
Hallo ihr Lieben, wir stehen jetzt in Roth unter Riedburg. So meine ich, heißt zumindest, sonst blende ich es nochmal ein und machen hier mal kurz eine kleine Kaffeepause und waren gerade an der Sesselbahn, an der Riedburgbahn, die ist sogar in Betrieb, aber uns ist zu kalt zum heute da hochfahren, aber wir werden auf jeden Fall hier in die Gegend nochmal kommen, wenn es ein bisschen wärmer ist. Also wir sind hier umgeben von den Weinbergen, wie ihr hier seht, in allen Richtungen. Und hier hinter mir ist der Ort. Da ist auch nicht weit rein, ist wunderschön. Wir sind gerade eben durchgefahren. Und jetzt darf Emmy noch ein bisschen raus. Wir trinken Kaffee und dann geht's weiter. Abby und da ist die Kerstin. Bisschen frisch ist, aber ja. Ja, ein bisschen frisch ist, aber ich denke, das ist gut. Und hier seht ihr überall Weinberge in der Pfalz. Ja, die haben gesagt, Weinstöcke. Oder ja, Berge sind nicht Weinstöcke, das ist eher ein flacher Weinbau hier. Und schütteln. Jawoll. Ja, durch das, dass unsere Abby frisch operiert ist, muss sie immer gerade eine Decke tragen. Aber die müssen wir ihr zum Pipi machen immer runter tun. Aber sie hat sich jetzt schon ganz gut arrangiert und auch dran gewöhnt. Und ich denke auch, die Narben sind gut verheilt. Die bekommt jetzt am Dienstag noch ihre Fäden raus und dann ist sie hoffentlich wieder hergestellt. So, wir haben mal eine kleine Kaffeepause eingelegt. Abby ist natürlich auch mit am Start. Und Kuchen haben wir auch. Kuchen haben wir und alles da. Und die Abby ist voller Erwartung, was es da jetzt gibt. Abby, schau mal in die Kamera. Abby, schau in die Kamera. So ist brav. Prima, die Abby. So, jetzt geht's weiter. Wir haben nach unserer kleinen Kaffeepause jetzt noch beschlossen, wir fahren über Heilbronn heim, dass wir mal ein bisschen was anders sehen, weil die andere Route kannten wir ja jetzt schon vom Hinfahren. Generell war es ein wunderschöner Ausflug. Die Weinbergnacht hat uns sehr gefallen. In einem Kilometer den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt auf Altdorfer Straße verlassen. Und wir haben Wein gekauft in Bad Dürkheim. Wir haben ein paar Weingüter besucht. Das war sehr angenehm. Wenn wir das nächste Mal da sind, wird man auch in einem Weingut mal ein bisschen Video filmen, weil hier wird man mit Sicherheit wieder in die Region fahren. Hat uns sehr gut geschmeckt. Die Weine, also hat uns alles in allem sehr gut gefallen und die Weinbergnacht, die war natürlich grandios. Mit der Beleuchtung überall, das war natürlich schon der Hammer. Das war wunderschön. So, jetzt höre ich aber auf mit meinem Gelabre, weil es geht weiter und ich muss mich ein bisschen auf den Verkehr konzentrieren. Lieben. Hallo. Jetzt sind wir auf den letzten Metern auf dem Nachhauseweg und wir hatten ein richtig schönes Wochenende, kann man sagen. War richtig toll. Leider schon wieder vorbei, aber es war schön. War schön und es kommt ja, es folgen ja wieder neue Wochenenden, wo wir wegfahren. Genau. Und wir nehmen euch natürlich immer an so Wochenenden mit. Wenn es sich ergibt, ihr seid immer dabei, egal wie. Und wir machen immer die Filmchen und wenn ihr Lust habt, schaut gerne immer wieder zu. Abonniert unseren Kanal. Daumen und nach oben. Daumen nach oben, das freut uns riesig. Genau. Und wir sind jetzt
auf, ja, deine Matratze wollte ich noch sagen. Ja. Deine Matratze ist gut. Ist wirklich super. Also das hat sich wirklich gelohnt. Ich war jetzt bloß 3 Nächte, aber ich habe jetzt wirklich sehr gut geschlafen auf meiner Matratze und bis jetzt bin ich sehr zufrieden. Wie es jetzt über noch längere Zeit ist, weiß ich nicht, aber ich denke, die Matratze ist top. Da gibt es gar nichts. Wie es über noch längere Zeit ist, können wir erst nächsten Winter sagen. Ja, oder so. Wenn wir da länger unterwegs sind. Das sehen wir dann. Wir fahren jetzt nach Hause. Wir müssen jetzt dann noch Wasser wieder rauslassen, weil es ja noch, wir haben jetzt März, es ist ja noch ein bisschen kalt, können Nächte noch Frost bekommen. Und bevor uns hier irgendwie was eingefriert, lassen wir jetzt zu Hause nochmal das Wasser und alles raus. Und Frostwächter machen wir auf. Genau, dass uns da nichts passiert. Also, bis zum nächsten Ausflug. Und bleibt gesund. Und vielen Dank für die Treue an unserem Kanal, an unsere ganzen bisherigen Abonnenten. Und wir freuen uns natürlich definitiv über jeden neuen Abonnenten natürlich genauso. Genau. Also, macht's gut. Bis dahin. Tschüss.